Yo, liebe Leute, willkommen zu einem erneuten Mario Odyssey Video und heute will ich euch mal alle Outfits zeigen, auch alle geheime Outfits, die man später oder speziell freischaltet, euch einmal zeigen, denn ich habe alle eingesammelt. Einfach mal ein kleines, entspanntes Video, was euch zeigt, was es so an Outfits gibt. Das Amiibo-Gewinnspiel läuft jetzt noch, Leute, mit der Mario Amiibo und der Bowser Amiibo. Ich habe mir so gedacht, ich mache das einfach, glaube ich, so bis zum Donnerstag, bis zum 9.11. läuft das Gewinnspiel und dann haue ich die Dinger raus. Ihr müsst nur Abonnent sein und einen Kommentar schreiben unter diesem Video und ich würde sagen, wir beginnen mal einfach mit den ersten Outfits. Erstmal, liebe Leute, seht ihr schon eines meiner Favoriten, einfach das Bowser-Kostüm, das Bowser-Bräutigam-Kostüm mit dem Koopa-Panzer, den stacheligen Koopa-Panzer auf dem Rücken und dazu die Snapback, die umgedrehte. Sieht einfach cool aus und damit spiele ich auch sonst so zurzeit. Ich würde sagen, wir gehen einfach an den Kleiderschrank und fangen von links an. Da haben wir erstmal das normale Mario-Outfit, das sollte jeder von euch kennen. Und dann gab es ja die Kapitänsmütze, die kriegt man ja auch sofort nach dem Cascade-Königreich. Dann den schwarzen Anzug mit dem Zylinder und natürlich das Steinzeit-Outfit. Das sind alles Sachen, und dann der Mexikaner und der Cowboy. Das sind alles Sachen, die man so freischaltet, wie auch den Taucheranzug aus dem Seaside Kingdom. Oder hier das ein Entdecker-Kostüm oder das Labor-Outfit ist auch ziemlich cool. Ich gehe die einfach alle durch, damit ihr mal seht, was es alles gibt. Wie das Flieger-Outfit oder das Bauarbeiter, das Mario-Maker-Outfit oder das Mario-Golf-Outfit. Sehr cool. Das Polar-Outfit. Was haben wir hier? Den Monkey D. Ruffy-Hut, den Strohhut von One Piece und den Matrosen-Anzug. Das sind alles so Outfits, die man so nach und nach freischaltet, normal im Spiel. Mario-Paint-Outfit und natürlich noch der Shogun, was richtig cool ist, die Samurai-Rüstung. Finde ich, sieht richtig geil aus. Wie auch diese komische Happy mit diesem komischen geilen Stirnband, was auch jetzt richtig gut aussieht. Dazu kommt noch der Astronautenanzug, den man auf dem Mond kaufen kann. Und eins meiner Favoriten, Mario 64, das Outfit, Leute. Die gleichen Polygone. Hier haben wir noch den Crazy Cap-Anzug. Den kriegt man auch mehr oder weniger mit goldenen Münzen. Hier haben wir den Nippel-Mario, den jeder kennt, mit einer coolen Cappy. Dann haben wir das Mechaniker-Outfit. Dazu gehört auch diese komische Snapback, die ich getragen hatte. Und danach das Ganoven-Outfit, finde ich auch richtig cool. Sieht auch richtig gut aus. Piraten-Outfit, Clowns-Outfit und natürlich der Football-Spieler mit der 64, was eine Anlehnung an Mario 64 oder halt der Nintendo 64 ist. Und dazu noch das Retro-Outfit, was, ja, damals bei Donkey Kong kam. Und hier eins meiner Lieblings-Outfits, und zwar das Skelett-Outfit, was man für 10.000 Münzen kaufen kann. Das Luigi-Outfit, Doktor-Outfit, Waluigi-Outfit, dann noch das Diddy Kong-Outfit, was haben wir noch? Das Wario-Outfit, was halt nur Outfits sind. Und dann haben wir noch das Hakama-Outfit, was auch ziemlich cool aussieht. Da gibt es leider keinen Hut für. Und natürlich das Bowsers Wrack-Outfit, so wird es hier genannt. Finde ich, sieht richtig cool aus. Dazu haben wir noch das Brautkleid, was ihn so ein bisschen transsexuell wirken lässt, jetzt Mario. Und natürlich sein Anorak noch hier, sag ich mal. Und natürlich der goldene Mario, den man auch später freischaltet, wie auch den Metall-Mario und das Königs-Outfit. So, und ganz zuletzt haben wir noch Unsichtbarkeitsmütze. Ja, den Unsichtbarkeitshut, der einen unsichtbar werden lässt. Dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht. Das Königs-Outfit, Leute, kriegt man, wenn man 250 Monde eingesammelt hat und zur finsteren Seite und dort die Bruder als besiegt. So, das ist hier eines meiner Standard-Outfits. Und zwar das Diddy Kong Outfit, einfach so mit der goldenen Mario Mütze. Ich finde, das sieht richtig fresh aus. Man hat so einen kleinen Affenschwanz, das sieht aus, als hätte man Fell. Und man sieht wirklich aus wie so ein kleiner Affe, aber mit so einer goldenen Mütze. Ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Und so laufe ich wirklich fast immer rum, so wenn ich so Mario spiele. Das habt ihr letzte wahrscheinlich schon gesehen in meinem Video. Und ich wollte euch einfach mal nur alle Outfits zeigen, so die ich bis jetzt freigeschaltet habe, damit ihr einen kleinen Überblick kriegt, was es so gibt. Einfach nur mal so. Wie gesagt, die meisten schaltet ihr frei mit der Königreich-spezifischen lila Währung, die es in jedem Königreich gibt. Und den Rest schaltet ihr einfach frei, indem ihr einfach Monde einsammelt. Und dann auch die jeweiligen Challenges macht, die kommen ab 250 Monden und ab 500 Monden. Und dann verpasst ihr eigentlich nichts. Sobald ihr dann auch über 500 Monde seid, könnt ihr auch so gut wie alles schon mit goldenen Münzen kaufen. Wie gesagt, das Skelett-Outfit für 9.999 Münzen ist natürlich ziemlich teuer. Ansonsten war es das mit dem kleinen Video für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.